Lass mal Thumbnail machen. Wie viel hast du eigentlich bestellt? Wahrscheinlich schlechtes Gewissen, kommst du mit drei so Sackern. Nee, du hast zwei Sachen mehr bestellt als ich. Was ist es, eine gute Thumbnail, was sagst du? Wie ist es vom Licht, siehst du es ungefähr? Ich leuchte. Willst du tauschen? Ich bin dunkler. Echt? Ach so? Warte, mach mal deine Hände nicht da. Doch, machst du nicht so, meinst du? Ja, doch, machst du so ein bisschen so. Nee, so, warte. Genau. Guten Morgen, Liechtenstein, Schweiz, Österreich und Deutschland. Wie geht's euch? Peace, Freunde, was geht? Und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Randy. Ah, oh, voilà, ça suis, je m'appelle. Auf jeden Fall gibt es mal wieder heute ein Video, in dem wir euch ein paar Sachen zeigen, die wir zugeschickt bekommen haben. Teil 2, weil ihr euch jetzt schon so über den ersten Teil gefreut habt. Fashion Pack Opening Teil 2, es geht los, machen wir auf, schauen wir rein. Bewerten wir. Höchst professionell natürlich wieder. Zwei Fashion-Experten sitzen auf der Couch, sind bereit, euch eine laienhafte Meinung zu präsentieren. Auf jeden Fall, meine Freunde, hier liegen noch drei Pieces von mir. Und darunter ist noch ein Karton von Lukas. Wir fangen mit deinem Stuff an. Also, das ist mein Karton. Ich habe einen Karton bestellt. Doch nicht. Das ist ein Hoodie, auf jeden Fall. Mhm. Den habe ich doch gar nicht bestellt, oder? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich den bestellt habe. Egal, dann ist meiner. In Grau. Ein grauer Hoodie. Mhm. Mit der Größe L. Das kann nicht sein. Das Video wird wieder eine absolute Bombe. Aber der ist viel größer als ein L. Ja, ich glaube, es sieht aus wie ein L. Ist ein Druckfehler. Doch, es ist ein L. Ja? Reingeschissen. Dann fangen wir mal mit deinem Shirt an, weil dann kann ich die Hoodie über Shirt anziehen. Ein weiteres Shirt, das ich auf jeden Fall nicht bestellt habe. Ich habe die auch gar nicht gesehen, die Sachen. Das ist auch ein L. Auf jeden Fall, die Marke heißt Black Viz. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Es sieht alles sehr, sehr cool aus. Ich habe auch schon hier ein Hoodie an, das zeige ich euch aber gleich. Ja, Lukas trägt auf jeden Fall ab jetzt Größe L. Aber sitzt eh gut. Nein, es ist zu tight. Sieht ein bisschen aus wie ein Trainingsshirt, finde ich. Ja, sitzt echt ein bisschen tight, aber ist cool. Es ist halt ein bisschen anderer Schnitt. Aber da geht aber auch nochmal... Ich finde den Stoff ganz angenehm, so muss ich sagen. Ja, ich bin auch positiv überrascht. Es geht auf jeden Fall ein dicker Kuss raus, dass ihr Lukas Sachen in Größe L schickt, weil dann sind es automatisch meine. Den hast du bestellt. Jetzt aber. Ein Hoodie. Es ist alles L, Bruder. Nein. So. Oh, damn. Voll schade. Shit. Ich kann euch gleich schon mal sagen, dass ich den Teil eigentlich, dass ich dieses Teil eigentlich sehr geil finde. Weil ich habe es natürlich auch rausgesucht und ich mag grün. Grün ist meine Lieblingsfarbe. Nicht nur, weil es gerade Trend ist, das ist geil, so schön aufgestickt, das ist schön geil aufgestickt. Ich finde vielleicht DR, wobei ist auch richtig geil. Okay, Bruder, ich muss alles wieder einpacken, weil ich will ganz sicher diesen Hoodie in XL haben. Du kannst ihn nicht haben. Ja, den will ich auf jeden Fall haben, Bruder. Ich weiß, er ist echt schön. Ich werde auch nochmal fragen, ob ich so einen bekomme. Schau mal auch da, warte mal, ob der auch Größe L jetzt ist. Das ist alles L. Eine Minute, 37 Sekunden später. Ich würde da mal sagen, vielleicht ich fange an mit meinem Zeug. ja, das jetzt ist passiert. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Das Video. Schade. Ist schade? Das Einzige, was nicht L ist, ist diese Mütze, weil die ist Unisex. Ball Size. Die kannst du aber nicht so tragen, du musst die knicken, glaube ich. Wie, ich kann die nicht so tragen? Warte, ich zeig dir sie nochmal so an. Du musst sie selber anschauen. Also ich würde mich so freuen über ein Video von uns, wenn ich eine Marke wäre, denen was zugeschickt. F**k, Alter, wir kriegen nie wieder was zugeschickt, oder? Es ist jetzt natürlich blöd, dass alles L ist. Ich habe mich echt gefreut über die Sachen, ich bin ehrlich, so dieses... Ja. Wir werden das Problem beheben, auf jeden Fall. Wir versuchen gerade rauszufinden, wer einen Fehler gemacht hat mit der Größe. Ich weiß auf jeden Fall nicht. Kurze Frage. Größe für Lukas. Welche hast du da angegeben? Oben XXL, unten XL. Okay, ist alles L, Bro. Ja, dann hat er mein Paket bekommen. Ah, okay, weil da sind auch andere Sachen drin. Ah, ja, stimmt. Das macht Sinn. Ja, das ist mein Paket. Perfekt. Super, haben sie es gemacht. Also auf jeden Fall, Lukas probiert jetzt einen Hoodie von mir. Also ich hatte den ja gerade an. Ich muss sagen, ich finde diese Tasche ziemlich angenehm. Wenn du reinfährst, merkst du so einen rauen Stoff. Das ist einfach nur die Innenseite von dem Stoff. Mhm. Der Stoff ist schwer. Ich würde sagen, sowohl Stoff als Schnitt ist so irgendwas zwischen richtig geil und Standard. So, das merkst du, ist ein bisschen was Besseres als Standard, aber ich finde, der Schnitt könnte halt noch so ein bisschen, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt,
der könnte noch so ein bisschen irgendwas drin haben, was das Piece noch interessanter macht. Jetzt finde ich, der Schnitt ist noch zu Standard, aber da könnte noch, keine Ahnung, die Ärmel so ein bisschen mehr saggy, die Kapuze hier so ein bisschen offener, weil du siehst, es geht hier so rein und dann hängt die Kapuze so runter. Wenn die Kapuze so von unten schon so ein bisschen breiter kommt, dann hast du so einen Boom einfach, weißt du? Ja, ich weiß, so ein bisschen bulligere Kapuze. Ja, und jetzt hängt die da so über wie so ein, Da ist noch Platz nach oben, safe. Ja, zeig mal hinten, Position hier, falls ihr sehen könnt, Position von der Schrift und sowas. Und ich muss auch sagen, Schrift finde ich sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Das finde ich auch richtig geil. Das habe ich mir immer schon gedacht, wenn ich irgendwann mal irgendwie ein Merch oder Klamotten rausbringen sollte. Ich feiere diesen Backprint, der ein bisschen tiefer als Schulterblätter ist. Sieht man auch nicht so oft. Ich feiere diese Höhe. Nicht genau in der Mitte, nicht genau auf dem Schulter, sondern ein bisschen tiefer als Schulterblatt. So in da unten drin. Ja. Ich zeige euch jetzt noch ein. Also das habe ich als Set bekommen mit passender Hose. Die Hose, die sitzt ganz nice. Ich hätte sie, glaube ich, jetzt, weil ich habe, mein Körper ist eigentlich genau das Gegenteil von Lukas. Ich habe sehr lange Beine und kürzeren Oberkörper. Ich hätte die Hose wahrscheinlich in XL bestellen müssen, aber die kann man, also die sitzt sehr gut. Mhm. Der Stoff bei der Hose ist, finde ich, sogar noch ein bisschen besser als bei den Hoodies. Den Aufdruck finde ich sehr nice. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Sieht mein Beauty aus. Beauty. Abunder. Ja, das hier ist eine Geschmackssache. Ich weiß, wie sie es hätten machen müssen. Ich feiere das schon, aber es müsste breiter sein. Dass du so leicht diesen Effekt hast, aber das Ganze ein bisschen offener ist und dann dementsprechend auch auf dem Schuh weiter offener liegt. So müsste es sein. Ja, hast du ein bisschen den Effekt, aber das ist halt, das ist wie wenn du deine Socken, wenn du deine Hose in die Socken gibst. Wenn du diesen hier hast, ja, mach hier noch einen Reißverschluss hin. Genau. Dann kann Beispiel, jeder selber entscheiden. Effekt, ja. Dann kann jeder selber entscheiden. Aber trotzdem, es sind keine Anfänger, die wissen, was sie machen. Ich weiß jetzt nicht genau preislich, was es kostet. Solltest du nachschauen. Das machen wir gleich und dann sage ich euch am Ende auch wieder, wie im letzten Video schon, würde ich es kaufen für den Preis oder besser gesagt, würden wir es kaufen für den Preis oder nicht. Das ist immer so das Wichtigste für euch auch da draußen. Auf jeden Fall das Shirt mit dem Gelb und das sieht richtig geil aus mit dem schwarzen Durag. Das passt irgendwie zusammen gerade. Wie sehe ich aber aus? Sehe ich aus, wäre ich aus der Bronx. Du siehst absolut beschissen aus. Du willst noch ein T-Shirt anprobieren, gell? Ja, von dir, damit ich weiß, wie es XL ist. Take one. Das ist ein XL. Aber dein XL sieht viel größer aus gerade. Du hast breitere Schulter. Ich glaube, das Shirt habe ich eh nicht bestellt. Das ist ja auch von mir, Bruder. Ja, ich meine nur. Aber ist geil, muss ich ehrlich sagen. Würdest du es noch eins größer nehmen, oder? Ich nicht. Also, bei mir. Ach so. What? Ich finde, sitzt gut. Aber du könntest es eigentlich. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Ich finde, bei dir sieht es besser aus, also wenn es halt oben rum locker ist. Es ist halt schon sehr lang, deswegen. Warum das bei mir besser aussieht, ist, weil ich auch einfach besser aussehe. Aber das T-Shirt ist sehr geil. Ja, aber es ist jetzt schon sehr lange und ich jetzt eigentlich oben rum lockerer. Weißt du, wie ich meine? Aber ich glaube, die Länge wird nicht mehr viel länger werden, auch wenn du es größer nimmst. Okay, dann will ich auf jeden Fall bleiben wie bei XXL auf jeden Fall. Komm mal hierher, lass es einfach. Warum ich das T-Shirt genommen habe, ist, ich finde den Kontrast geil von blau, grau, weiß. Finde ich, hat irgendwas Nices. Ja, ich finde auch das geil. Jamaican Colors. Summa summarum, das T-Shirt sitzt trotzdem auch, obwohl es ein XL ist, gell? Auch bei dir. Vielleicht gebe ich dir. Ich leih dir einmal. Wallah? Wallah sogar. Ich gebe dir. Küss deine Augen. Auf jeden Fall, das ist das Outfit. Warte mal, so sieht's blöd aus. Don't film mal. Needle! Wir haben hier diese schwarze Hose, die ich gerade gezeigt habe. Und den passenden Pulli dazu. Und den. Und den passenden Pulli dazu. Ich muss sagen, so, jetzt, wenn man mich so anschaut, Durag ist Date. Kommt drauf an, mit wem und was du, ob du vorhast, dass dieses Date gut ausgeht. Auf jeden Fall, das hier, farblich, Kuss. Eigentlich ist schwarz und blau die Farbe, wo jeder sagt, dass es nicht zusammenpasst. Echt? Ja. Aber sieht trotzdem fresh aus. Also sieht fresh aus, ich bin auf deiner Seite. Wir wissen, dass schwarz und blau gut ist. Wir sind nämlich aus dem Schwabenland, verstehst du? Ich zieh mich schnell um. Was ich ziemlich nice finde, ist, erstmal schicken ganz normal random Karton einfach. Aber jedes der Pieces ist einfach in so einem kleinen Sackerl. Auf jeden Fall habe ich hier nochmal, ist es eigentlich genau der gleiche? Ich glaube schon. Ja, ich zieh den kurz an. Ich wollte nur sagen, dass das hier ziemlich geil ist. Kuss geht raus, Blacklist. Das ist eine sehr gute Idee. Don't you film my noodle now. Stop filming on me. So sieht's aus, hätte ich keine Unterhose an, oder? Ey, das ist ein anderer Schnitt. Nein. Boah, auf dieses Piece freue ich mich auch sehr, Alter. Das war das, was. Der Schnitt, ich sag dir ehrlich, du hast mir eh auch geschrieben. Das ist mein Lieblingsteil aus diesem. Das, ich habe nur eine Sache, wo ich schon weiß, die hätte ich noch gemacht. Aber das ist nur meine Idee, das kann ich selber eh auch machen.
Aber ganz, ich weiß jetzt schon, ich Date, erfolgreiches Date. Wie sieht's aus? Sieht richtig fresh aus. Alter, ich sag ehrlich, so könnte ich auch. Ich fände es aber noch geiler gewesen, wenn dieser Zipper. Ja. Silber wäre. Ja, ich feiere das eigentlich, dass der weiß ist, weil dann matcht es so ein bisschen. Aber ganz kurz, dieses Detail hier, okay? Einfach Schnüre hingemacht, okay. Bisschen blöd, weil die Schnüre können da drin verschwinden. Aber das ist nice. Kannst du vielleicht auch zumachen, einfach so einen kleinen Schleife. Ja, eine Schleife machen. Oh, ein Knot. A little knot. Little. Man kann den Kragen umknicken, wenn man will. Ja, aber das sieht jetzt eh perfekt aus mit dem weißen Shirt drunter. Boah, also das, ich muss ganz ehrlich sagen, okay, ich sehe aus, als wäre ich in der NBA. Schwingst du? Get some help. Kein Basketballer hat jemals so gemacht, oder? Ich glaube, die verkaufen diesen Schnitt, diesen in 3-4 Farben, gell? In grün auch, oder? Ja, nicht alles in grün habe ich ihn bestellt. Genau, der Schnitt. Der ist nicht da. Der Schnitt ist auf jeden Fall, in meinen Augen ist es eine 8,5, sag ich ehrlich. Feier ich einfach, da kann ich auch jetzt nicht mehr viel zu sagen. So, auch hier schön reingestickt. Sehr, sehr stark. Genau, ja. Was sagst du? Ja, brutal. Ich habe einfach dein ganzes Wohnzimmer versaut, würde ich nur mal sagen. Thank you. You're welcome, fam. Genau, jetzt checken wir kurz die Preise und dann sehen wir uns gleich wieder. Zurück ins Studio. Warum arbeitest du hier noch, Alter? Warum? Weiß ich auch nicht. Okay, dann schauen wir uns ganz kurz nochmal die Website an. Die Website sieht ziemlich nice aus, finde ich. Du scrollst durch, alles ziemlich einfach, cool strukturiert. Was sagst du? Scrolly. Die Pieces sehen auch so aus auf der Seite, wie du sie auch bekommst, finde ich gut. Ich finde es auch geil, dass es nicht immer nur von den schönsten Models getragen wird. Weil wenn ich sehe so einen freshen Chris Brown, dann trage ich es. Du weißt selber. Ich sehe da nicht aus wie Chris Brown halt. Genau, dann schauen wir mal ganz kurz, was der schwarze Hoodie kostet. Es sind auf jeden Fall 89,90 Euro. Wenn man 90 Euro für einen Hoodie bezahlt, dann sind ein paar Sachen sehr wichtig. In erster Linie, was das Wichtigste ist, wie wird es und wo wird es produziert? Das habe ich jetzt nicht ganz genau rausfinden können. Deswegen, wie auch immer das sein soll, ist mir wichtig, dass es nicht, weil du weißt doch, was ich sagen will. Ja, sag's mal. Du weißt, ich finde so aufs erste Gefühl ist natürlich ein bisschen viel. Man muss immer mit einberechnen, wo wird das Ganze hergestellt im Vergleich jetzt zu anderen großen Klamottenherstellern. So wenn man sagt, ja, ich weiß natürlich, bei H&M gibt es ein Hoodie für 50 Euro. Aber man muss natürlich die Herstellungsbedingungen sich dessen bewusst sein, wie was hergestellt wird. Und trotzdem zusätzlich, ich finde 90 Euro cool für ein Hoodie. Ich würde allerdings mir dann wünschen, dass der Schnitt noch ein bisschen krasser wäre. Qualität ist okay, aber ich würde mir dann noch so was bisschen Spezielleres, was den Schnitt betrifft, einfach wünschen. Aber da müsste noch irgendwas drin sein, so geilere Ärmel, ein bisschen, was ich vorne eben beschrieben hatte, dann. Die sind, ich glaube, so für meinen Geschmack zumindest, sind sie so kurz davor. Es ist so noch, so ein paar Sachen müssten nur für meinen Geschmack oder auch nur für seinen Geschmack so, dann wäre es, glaube ich, wirklich ziemlich on point. Was ich aber sagen kann ist, dass die Quali trotzdem, also es fühlt sich gut an der Haut, man kann es gut tragen. Das werden wir jetzt noch rausfinden, wie es dann aussieht mit Waschen und sowas, vor allem, wenn er auch mal sein Paket bekommt. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Freunde, lasst mich gerne wissen in den Kommentaren, wie ihr die Sachen findet. Ihr kennt jetzt unsere Meinung. Ja, danke an Blackwiss natürlich, dass ihr uns die, besser gesagt, mir die Sachen geschickt habt. Und das war's eigentlich, du. Mach den Vogel aus, Kollege. Mach aus den Vogel, gell? Kameramann, wir machen Schluss. Passt. Peace. Also die Mütze finde ich sehr fresh, Alter. Die hat doch irgendwas Spezielles. Bei der Mütze haben sie irgendwie alles richtig gemacht, finde ich. Da würde ich gar nichts ändern. Ich will ganz kurz über dein Outfit gerade reden.